So, hallo und herzlich willkommen im Keller. Wir machen den zweiten Teil meiner Schuh-Review-Serie. Hier in diesem Fall jetzt keine Langzeit-Review, sondern mehr so ein, sie sind inzwischen eingelaufen und ich möchte sagen, was ich davon halte. Und in ein paar Jährchen gibt es dann, je nachdem, vielleicht auch schon früher, kommt drauf an, wie viel ich damit rumrenne, meine langfristige Meinung, wie gut haben sie gehalten, sind sie noch ganz, sind sie noch dicht und so weiter und so fort. Das sind die Lova Camino. Das heißt, der Weg, irgend sowas in der Richtung, gemeint ist damit oft, wobei ich dafür diesen Schuh nicht unbedingt wirklich empfehlen würde, der Camino Français, das Ding da von Saint-Jean-Pied-de-Port, das muss man jetzt französisch aussprechen, aber wenn jemand wie ich so ein völliger französisch keine Ahnung haben, da es aussprechen will, dann sagt er Saint-Jean-Pied-de-Port und alle, die französisch können, machen dann Ja, aber ich weiß es wirklich nicht besser. Es tut mir leid, ich bin nicht sprachbegabt und ich will die Franzosen gar nicht ärgern, also jedenfalls nicht absichtlich. Und ja, nach Santiago de Compostela oder noch besser nach Finisterre, da laufen dann die meisten auch noch hin, wenn sie schon so weit gelaufen sind, also direkt ans Meer. Und ich glaube, dieser Camino war so ideenmäßig vielleicht der Namensgeber dieses Schuhs. Kann man den damit laufen? Mit Sicherheit. Aber sollte man das tun? Nee, würde ich nicht sagen. Würde ich nicht sagen. Nachdem meine Frau mir ausführlich berichtet hat, was da so abging auf besagten Camino und ich ein Stück davon ja auch schon gelaufen bin und vielleicht auch mal den Rest noch laufen werde, da braucht man keinen so festen Schuh. Da braucht man überhaupt keinen Stiefel, würde ich behaupten wollen. Sofern man ein bisschen Wandererfahrung hat. Wenn man noch nie gewandert ist, das gibt es ja durchaus da auf dem Jakobsweg, dann vielleicht schon einen Stiefel, also mit Knöchelprotection. Aber sonst tut es echt einen Halbschuh, einen Halbwanderschuh. Ja, das ist so ein bisschen ein etwas schwererer. Und schwerer meine ich jetzt wortwörtlich. Der ist nicht ganz leicht. Einfach vom Gewicht insgesamt her ist das ein etwas schwererer, aber ansonsten ein ziemlicher Universal, ich sag mal, unterhalb von Hochgebirge Naturschuh. Also gerne abseits der Wege, da fühlt er sich richtig, richtig wohl. Im Wald überall rumlaufen, fühlt er sich enorm wohl. Das ist ein super Schuh für Forstbetreibende, sage ich jetzt mal. Förster, Forstwissenschaftler, Forst wird begrenzt. Der hat einen Schnittschutzstiefel, ne? Logischerweise, um da wirklich sicher zu sein. Aber für jemanden, der nicht mit der Motorsäge arbeitet und im Wald rumrennt, das ist ein super, super Stiefel. Bei Gebirge, ja? Im flachen Land muss nicht sein. Und jeder muss wieder individuell, das habe ich beim anderen Schuhvideo auch schon erzählt, wenn ihr die nacheinander guckt, selber schuld, dann gibt es eine Wiederholung. Jeder muss für sich selber wissen, was ihm am besten passt von der Festigkeit des Schuhs her. Das hängt ein bisschen davon ab, wie die Fußmuskulatur bei einem individuell ausgeprägt ist, was man für eine Fußsohle hat, ob man Fußlegastheniker ist, so wie ich, ob man schon als Kind eigentlich am liebsten barfuß rumgehopft ist und auch gerne Barfußschuhe trägt und so weiter und so fort. Es wird garantiert Leute in den Kommentaren geben, die euch dazu ganz viel Zeug erzählen werden, ob ihr sie gefragt habt oder nicht. Und ja, aber ich persönlich habe schon immer irgendwie einen ganz gerne einen festen Schuh gehabt und das Ding ist so, es ist fest, aber er ist nicht 100% steif. Also er gibt ein bisschen nach. Man spricht da immer von BC-Mischstiefel. Der hier geht so, vielleicht so 2/3 B und 1/3 C, so irgendwie in dem Bereich. Die Sohle gibt also nach, ne? Man kann hier diesen machen. Und insgesamt, wenn man den Fuß drin hat, dann hat die schon eine gewisse Flexibilität. Man braucht wirklich viel Kraft, damit sie flexibel ist. Aber steht man zum Beispiel, krallt man sich mit dieser Seite vom Fuß, stellt man sich in den Hang. Bam, so richtig mit Kraft rein, um dann hiermit ein bisschen in den Waldboden einzuschneiden und dann am Hang zu stehen. Ja? Also das Gewicht verteilt sich dann wirklich auf die äußere Kante. Dann merkt man, wenn man da wirklich mit dem gesamten Körpergewicht auf dem einen Fuß steht und nur auf der einen Kante, dass die Sohle hier in diese Richtung
so ein ganz kleines bisschen nachgibt. Man braucht also noch eine gewisse Fußmuskulatur, um die Spannung der Sohle aufrechtzuerhalten, um weiterhin mit der notwendigen Spannung mit dieser Kante im Material zu stehen und sicher am Hang zu stehen. Ja? Also die Sohle übernimmt nicht alles für einen. Der Fuß selber, die Fußmuskulatur, hat schon auch noch eine Aufgabe. Das ist anders bei einem Zehstiefel wie dem hier. Der hat eine 100% massive Sohle. Da kann man gar nichts und der lässt sich auch nicht knicken. Gar nicht. Ja? Da brauchst du im Prinzip, ein bisschen Fußmuskulatur sollte man haben, aber im Prinzip kannst du dich damit in den Hang stellen und stehst auf einem, wie als ob du dir gerade ein Holzbrett in den Hamm gehämmert hättest und dich jetzt auf ein Holzbrett stellen würdest. Ja, du kannst da also super bequem stehen und brauchst dir um Kraft, die deine Füße haben müssen, um die Spannung aufrechtzuerhalten, keine Gedanken mehr machen. Kann sinnvoll sein, führt langfristig gesehen dazu, dass man natürlich auch an eben dieser Fußmuskulatur, die für sowas verantwortlich ist, auch dran verliert. Also ein Zehstiefel ist in gewisser Weise eine Prothese, die zwar für zusätzliche Sicherheit im Gebirge sorgt, den man aber nicht nur und ausschließlich immer tragen sollte. Es ist Vor- und Nachteile, Vor- und Nachteile. Sehr, sehr sicher Zehstiefel, sehr sicher langfristig. Muss man einfach wissen, wie viel Sicherheit möchte ich haben, wie viel Gesundheit möchte ich haben, wie viel Risiko möchte ich auch eingehen. Mit einem nicht ganz festen Stiefel geht in superschweren Geländen ein gewisses Risiko einher. Und dann kommt noch dazu, dass der Stiefel hier, kann man hier schön sehen, auch nicht darauf ausgelegt ist, in massiven Felslandschaften getragen zu werden, weil der hat hier, da geht das Leder bis ganz runter, bis zur Sohle. Ne? Das heißt, das kriegt hier schon mal einen Schrammen ab, wenn man in einem super felsigen Gelände durch die Landschaft läuft und schrappt an jedem Felsen entlang. Hier hinten ist geschützt. Da ist auch sinnvoll, da passiert das noch am ehesten. Hier vorne ist ein wenig geschützt, da ist auch sinnvoll, da passiert das auch sehr schnell. Aber im richtig felsigen Gelände wird man irgendwann auch hier dann Spuren von Felsen im Leder sehen. Dann wetzen die nach und nach das Leder durch. Das kann einem wirklich passieren. Ich habe da Beispielschuhe, bei denen man das schon schön sieht. Auf der Seite sowieso mit diesen modischen, aber die abriebfördernden Markierungen hier, wozu auch immer die gut sein sollen, sieht vielleicht ganz hübsch aus, aber hätte ich es nicht gebraucht. Wegen mir dürfte das durchgehend sein, das Leder, aber egal. Das ist eine optische Fragestellung. Im Vergleich zu einem wirklich für Steine ausgelegten Schuh, der hat halt komplett umrum laufend so eine Gummigeschichte und ist damit halt nochmal erstens ja sowieso 100% steif und zweitens auch nochmal besser vor Steinen und Geröll und so weiter und so fort geschützt. Ja, der ist Leder, größtenteils. Es ist eine Membran drin. Da hängt es jetzt sehr davon ab, wie sehr man Schweißfußer ist. Leute, die sehr, sehr Schweißfußer sind, werden mit solchen Membranschuhen schon ihre Schwierigkeiten haben, weil sie da drin schon sehr schnell sehr schwitzige Füße bekommen. Ich persönlich habe eigentlich mit Schweißfüßen wenig Problem. Ich habe diverse Probleme im Leben, aber Schweißfüße gehören nicht dazu. Und komme daher mit solchen Membranschuhen auch im Sommer wunderbar zurecht und habe da keinerlei Probleme, dass mir die Füße super schnell überheizen und ich sie mir total nass schwitze und sonstiges. Individuelle Unterschiede, ne? Kann man haben, muss man nicht, das Problem. Daher Atmungsaktivität für mich sehr, sehr gut, reicht mir vollkommen aus, hat sich bewährt. Ja? Ein Problem, das immer bei Schuhen, so wie ich sie trage, vorkommt, sind solche Knickfalten. Hier kann man sie einigermaßen sehen. Je älter der Schuh wird, desto mehr werde ich hier Knickfalten bekommen. Und für mich ist dann immer die große Fragestellung, macht das Leder das mit? Kriegt das Leder Risse oder wirft es nur so leicht, wird es nur faltig, wie das Gesicht von jemandem, der, naja, in meinem Alter langsam ist. Ich weiß es nicht. Kommt drauf an, ja, individuelle Unterschiede. Aber ja. Jedenfalls, das wird noch abzuwarten sein. Ich hatte da schon Schuhe, die das sehr lange mitgehabt haben. Diese, ich sage jetzt mal Rissbildung in Anführungszeichen, ohne kaputt zu gehen. Irgendwann ist er dann da halt mal durch. Wenn man da ganz, ganz oft aufgetreten ist und ganz oft diesen hier gemacht hat, ne? Dann irgendwann mag das sein, dass er dann mal durch ist. Ich weiß auch nicht, wie man das verhindern könnte. Ich habe noch nie einen Schuh gehabt, bei dem dieses Problem nicht bestand, außer
bei einem, bei dem die Sohle gar nicht nachgibt und der Schuh überhaupt nicht knicken kann, da besteht das tatsächlich dann nicht das Problem, der hat andere. Aber ja, grundsätzlich so viel erstmal zu Verwendungszweck von den Lofa Camino. Ich habe ja schon gesagt, sie sind vergleichsweise schwer. Das liegt vermutlich am hohen Anteil verbauten Leder, an den zusätzlichen Festmachungsmechanismen, sage ich mal vorsichtig. Dann haben wir hier eine Steigeisenbefestigung, ist es nicht so richtig. Leicht Steigeisen kriegt man da dran. Das geht dann schon irgendwie, aber der ist nicht als Steigeisenschuh konzipiert. Wirklich nicht. Also würde es gar nicht erst versuchen. Da würde ich, wenn ich wüsste, ich habe was mit Steigeisen vor in nächster Zeit, dann einen anderen Schuh bevorzugen. Ja? Beim Schuhkauf. Die Sohle, das ist eine Vibram, ne? Wie immer bei Lowa, Hangwag und so weiter, anderen Markenherstellern, die verbauen eigentlich, soweit ich weiß, nur Vibram-Sohlen. Sie wirkt ein bisschen lauffreudiger, ein bisschen, ich sag mal, wanderfreudiger als eine Bergstiefelsohle. Hier dieses Ding, das ist noch in ganzen Ecken stolliger und wirkt mehr für felsiges Gelände ausgelegt. Und ja, das ist auch der Fall. Durch die leichtere, etwas flexible Sohle hat man halt ein viel besseres Laufgefühl auf ebenem Untergrund, auf Asphalt beispielsweise. Man kann mit dem Schuh also auch mal ein Stück über eine Straße gehen, ohne gleich Aua, Aua, Zeta und Mordio zu brüllen. Viel auf der Straße will man damit aber auch nicht laufen. Da wäre dann ein super leichter Schuh. Sportschuh, irgend sowas in der Richtung, natürlich überlegen. Aber dafür ist er auch nicht gedacht, der ist schon fürs Gelände. Es ist ein super Waldschuh, um das nochmal zusammenzufassen, für generell abseits der Wege stattfindende Wanderungen oder Wanderungen über sehr, sehr kleine oder über Rückigassen und für jeden, der irgendwie im Wald was anderes zu tun hat, als nur über Waldwege spazieren zu gehen, ist das eine ganz, ganz tolle Alternative. Special Feature. Dafür muss ich ihn mal kurz anziehen und dann lege ich meinen Schuh auf den Tisch, weil das ist mein Keller, ich darf das hier. So, ja, also Special Feature ist folgendes. Wenn man den anziehen möchte, dann zieht man mal hier und seht ihr, ne, da geht quasi die sämtliche Schnürung hier unten in dem Bereich. Kann man simultan anziehen, wenn man hier zieht, das ist möglich durch die kleinen Kugellager in den... Man hat es mir damals als Leichtlaufhaken beschrieben beim Schuhkauf. Und das ist richtig, richtig cool. Das macht so viel Freude. Ich persönlich habe durch meinen schmalen Fuß immer das Bedürfnis, dass ich mir hier vorne in dem Bereich den Schuh ziemlich fest anziehen muss, weil sonst rutsche ich in der Gegend rum mit meinem schmalen Fuß. Großer Vorteil, diesen Schuh gibt es in breit, schmal, extra schmal, normal, alle möglichen verschiedenen Breiten. Also wenn man zu einem Fachschuhhändler geht, nicht zu Internet oder Ähnlichem, ja? Schuhe nicht im Internet bestellen, probiert's an, wirklich, ihr werdet nicht mehr glücklich sonst. Ja gut, jetzt sind Corona-Zeiten, weiß ich auch nicht, was man da machen soll, wenn man neue Schuhe braucht. Ich finde, Schuhe selten sollten noch offen haben, die sind systemrelevant. Egal, jedenfalls, das ist so toll, dass man... Egal wie schmal der Fuß ist, man muss hier einfach nur ziehen und der Schuh passt sich einen beliebigen Fuß, den man reingepackt hat, wunderbar an. Das sitzt dann schön fest, da drückt nichts, ja, man quetscht sich nicht da vorne alles ein, macht dann hier wieder lockerer, macht dann da wieder fester und dann muss man irgendwann nochmal umschnüren, weil es dann irgendwie blöd ist, sondern einmal ziehen, man ist glücklich, man macht diesen hier. Möglicherweise, man hängt das hier in den Haken und dann hebt das auch. Ja? Da kann ich jetzt relativ locker lassen, ganz bisschen Spannung, aber dann hebt das und dann kann ich für den Rest vom Fuß zum Beispiel mit deutlich weniger Spannung den Schuh relativ locker anziehen, ne? Wenn ich das dann möchte. Die restlichen Haken sind dann so normale, davon gibt es pro Seite nochmal drei, da könnt ihr das besser sehen. Und hier in der Mitte gibt es nochmal so einen. Manchmal benutze ich ihn, um damit nochmal ein bisschen die Zunge heißt das, nochmal zusätzlich nach oben zu ziehen. Schnürtechniken. Er hat auch jeder sein individuelles Valhalla und sein eigenes Eldorado und macht das halt so, wie er es persönlich am richtigsten hält.
Ich habe noch nicht. Ich bin noch am Experimentieren. Ich variiere sowieso immer gern. Ich trage ihn mal so, ich trage ihn mal so. Eingelaufen sind sie. Sie passen, wenn ich sie richtig angezogen habe und mal wieder nicht so blöd dafür war. Wirklich ganz hervorragend. Ja, das ist es im Grunde, im Wesentlichen zum Camino. Man merkt das Gewicht, wenn man ohnehin sein Leben lang schon gern mit Stiefeln rumläuft, wenn man sie am Fuß hat, nicht wirklich. Da ich inzwischen auch gerne mal noch mit leichteren Schuhen unterwegs bin, ich sag mal die ersten 200-300 Meter, wenn ich viel Zeit in sehr leichten Schuhen verbracht habe und dann habe ich die angezogen, dann merke ich 200-300 Meter lang schon, dass ich die da anhabe. Ja, und jetzt werden euch Leute aus der Ultralight-Tracking-Szene erzählen, dass jedes Kilo, was man am Schuh spart, irgendwie 4 Kilo im Rucksack oder 7 Kilo oder 12 oder 28 Kilo im Rucksack entspricht, weil das am Fuß eine besondere Belastung und es macht viel müder, mit so einem schweren Stiefel rumzulaufen und so weiter und so fort. Und das ist alles in Ordnung. Ja, das mag alles auch stimmen, aber wenn man müde ist und läuft mit einem leichten Schuh im schwierigen Gelände rum und selbst wenn man viel Erfahrung hat und selbst wenn man geländegängig ist, dann gibt es den Effekt, den ich gern als altes Forstwirt-Phänomen bezeichnen möchte. Und das passiert so oft. Ihr habt keine Ahnung, wie oft das passiert. Forstwirt, also sprich ein Fachmann fürs Bäumefällen und alle anderen Arbeiten, die im Wald so anstehen. Fachhandwerker, ist ein dreijähriger Ausbildungsberuf, das musst du erstmal können. Es gibt auch Forstwirtschaftsmeister, die sind dann eben entsprechend Meister in dem Bereich und bilden Forstwirte aus. So einer, der meinetwegen 45 Jahre lang im Wald unterwegs war. Kurz vor der Rente hat er keinen Bock mehr auf die ganzen Sicherheitsregeln und die Sicherheitsausrüstung. 45 Jahre lang ist nichts passiert. Er hat sich immer an allen Schießdreck gehalten. Jetzt wird er doch mal in der Lage sein, mal einmal kurz ohne Sicherheitsausrüstung mit der Motorsäge, mit der er so gut umgehen kann wie andere Leute mit Messer und Gabel, schnell mal hier so einen kleinen Baum umschneiden können. Und zack! War es das mit der Pension oder Rente oder was auch immer das dann jeweils gewesen wäre. Das passiert so, so oft, dass man, obwohl man unglaublich viel Erfahrung hat, ja, und obwohl man so viel im Wald rumgestapft ist, man hat man passt einmal nicht auf, man hat einmal nicht die notwendige Sicherheitsausrüstung dabei und dann ist es passiert, ja. Und das ist jetzt auch wieder individuelle Vorliebe. Wie viel Sicherheit will man haben? Wie viel Unfallschutz, sofern man überhaupt 100% Sicherheit kriegt man nicht hin, wenn man im Wald rumläuft. Das ist ja gerade das Schöne dran. Das macht für mich wirklich einen großen Reiz dieser Umgebung aus, dass man da eben nicht Bordsteinbeleuchtung hat, ausgewiesenen Fahrradweg, keine Ahnung, Ampel, Rolltreppe, Fahrstuhl und so weiter und gegen jeden Scheiß versichert ist, sondern es kann halt sowas passieren. Ja? Und ja, jetzt kann man entweder sagen, gut, wenn es passiert, passiert's und ich brauche keine zusätzliche Sicherheitsausrüstung oder ich habe zumindest mal gerne einen festen Schuh, mit dem ich mir sicher bin, dass auch wenn ich müde bin und meine Füße nachgeben und auch meine Fußmuskulatur erschlafft und ich nicht mehr in der Lage bin, die Spannung mit dem Fuß aufrecht zu erhalten, dass ich dann immer noch sicher nach Hause komme, weil man mit diesen Schuhen fast nicht umknicken kann. Fast. Und ein völliges Versagen der Stabilität des Tritts fast ausgeschlossen ist mit so einem massiven, doch vergleichsweise massiven Schuh eben. Ja, das ist noch intensiver mit einem noch massiveren Schuh. Das ist weniger intensiv mit einem etwas leichteren Schuh. Ist halt irgendwann gar nicht mehr vorhanden mit einem leichten Segeltuchschuh oder einem Sportschuh oder was auch immer. Und ja, individuelle Vorlieben, individuelles Sicherheitsbedürfnis kann ja jeder machen, wie er lustig ist. Die hier sind jedenfalls qualitativ, soweit ich das bisher beurteilen kann, nach 150 Kilometern? Höchstens, sagen wir 100. Ja, sind die sehr, 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 sehr bequem, sehr, sehr lauffreudig, sehr prima fürs Gelände, bohren sich schön in den Untergrund, halten schön, gutes Profil, sehr griffig und sie sind bisher absolut 100% wasserdicht, bin schon durch Bäche, ohne Probleme und auch schon länger drin gestanden, überhaupt keine Schwierigkeiten. Schnee, erst recht nicht, alles super, bisher. Ja, was daraus noch wird, werden wir sehen. Ich sag Bescheid, wenn ich damit noch mal ein paar weitere, viele 100 Kilometer zurückgelegt habe.
bedanke mich an dieser Stelle und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.